Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass wir in dieser Runde wieder zusammenkommen dürfen. Eine schöne Gelegenheit, ein schönes Thema, ein wichtiges Thema. Und mal ganz schnell auch gesagt, heute wurde ich gefragt, als ich über unser heutiges Lesezeichen mal kurz berichtet habe, hat jemand mich gefragt, ob Martin Buber selbst referieren wird. Ich wollte nicht sagen, dass es physisch nicht möglich ist, aber vielleicht ist er ja heute da, Der vielleicht hört er Stuhl zu. steht für ihn Ja, da. also von daher, ein Stuhl ist auf jeden Fall reserviert. Dafür musste Gregor Huberg Platz machen. Also heute ist er entschuldigt. Wir sind heute zu zweit. Mein Bruder Rabbi Andreas Nachama und ich sind heute da, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Es ist ein jüdisches Werk, ein Standardwerk, das wir von Andreas Nachama vorgestellt bekommen werden und dann natürlich unsere Fragen stellen dürfen, auch mitreden dürfen. Also von daher, ihn nicht zurückhaltend sein und lebhaft sich beteiligen. Das wünschen wir uns für den heutigen Abend. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Sie auch sehr herzlich begrüßt. Ich will vielleicht am Anfang Martin Buber ein bisschen vorstellen. Er ist also 1878 in Wien geboren und 1963 in Jerusalem gestorben. Und der Lebensweg dazwischen war der, dass er tatsächlich in Wien und Berlin im Wesentlichen studiert hat, ab 1907 dann auch in Berlin gelebt hat, bis 1916 in Zehlendorf. Da gibt es auch eine Martin-Buber-Straße, aber in der hat er nicht gewohnt, das ist die Straße vorm Rathaus, er hat woanders gewohnt. Nach Berlin ist er nach Heppenheim gezogen und ist dort auch bis zu seiner Emigration, die sehr spät erst erfolgt, nämlich 1938, ist dort, also hat dort gelebt und ist dann 1938 von Heppenheim nach Jerusalem gezogen, wo er dann im Wesentlichen auch oder die ganze Zeit gelebt hat. Er ist aber nach der Shoah einige Male nach Deutschland gekommen. Es gibt mit Günter Gauss dieses berühmte Fernsehinterview, das er geführt hat. Er hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels sehr früh in den 50er Jahren, ich glaube 53, bekommen. Da gab es einen großen Sturm der Entrüstung in Israel, wie man einen Preis aus Deutschland annehmen kann. Und Bubers Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass er eine sehr große Nähe auch zu den Arabern, Palästinensern in Palästina, dann später in Israel gehabt hat und sich da auch nicht beirren ließ, sozusagen eigentlich ein früher Verfechter einer Zweistaatlichkeit, könnte man so sagen. Dieses Buch, um das es heute gehen soll, will ich zum Schluss vorstellen. Vorher will ich noch zwei Werke kurz in die Hand nehmen. Einmal, hier habe ich nur den ersten Band seiner Tenach-Übersetzung, also des sogenannten Alten Testaments, der hebräischen Bibel, jetzt zusammen mit Franz Rosenzweig gemacht hat. Ich gebe das mal rum, das kann man sich angucken. Diese Übersetzung zeichnet sich dadurch aus, dass er tatsächlich, und deshalb sind es auch fünf Bände, also was sonst normalerweise in einem Band ist, er hat auf den Blocksatz verzichtet, sondern hat tatsächlich den alten Zeilenfall, den es durch die Akzentzeichen im Hebräischen kann man den nachsehen oder nachlesen. Den hat er sozusagen zur Grundlage des Ganzen gemacht und dadurch wird natürlich die Poesiehaftigkeit der hebräischen Bibel, also im wahrsten Sinne des Wortes, ablesbar. Es hat noch den zweiten Vorteil, dass in aller Regel das so ist, dass bei zwei zeiligen Versen die erste Zeile des eines Verses die Grundaussage trifft und die zweite Zeile des Verses die erste Zeile erläutert.
Oder das geht natürlich beim Blocksatz vollkommen verloren, da kann man das nicht mehr sehen. Das ist der große Verdienst seiner Übersetzung, dass er das wieder sichtbar gemacht hat. Und es gibt danach auch jetzt englische Übersetzungen, auch andere, die das Prinzip aufgenommen haben. Natürlich immer mit dem Preis, dass das Werk dann viel mehr Papier braucht und viel umfangreicher wird. Die Sprache, die Buber und Rosenzweig hier verwenden, ist eine sehr artifizielle, expressive Sprache der 20er Jahre, die heute manchmal schwer verständlich ist. Ich gebe das einfach mal rum, dann können Sie sich das angucken. Das zweite Buch, was ich hier mitgebracht habe, also davon gibt es mehrere Bände, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das zweite Buch sind die Erzählungen der Chassidim. Da gibt es auch mehrere Ausgaben, mehrere Bände. Das hier ist eine neuere von Michael Brocke, eingerichtet, ungefähr vor 5, 6 Jahren erschienen. Steht hier als Jahr 2014, schon wieder 10 Jahre erschienen, schon wieder etwas länger bei mir im Schrank. Und da sind eben diese chassidischen Geschichten hier nochmal sehr schön sorgfältig herausgegeben. Man muss zwei Dinge zu all sein, das kannst du vielleicht auch umgeben, zu all den Dingen sagen, danke dir, seine Bibelübersetzung ist nie, also jede Auflage unterscheidet sich voneinander. Er hat das immer sozusagen weiter bearbeitet, bis eigentlich in seine letzten Lebenstage hinein. Sodass jetzt hier diese letzte Ausgabe, die jetzt erschienen ist vor ein paar Jahren, der ist dann natürlich dann in Stillstand eingetreten, weil das keiner mehr weiter pflegt. Er war eben jemand, der an den Dingen, die er gemacht hat, weitergearbeitet hat. Und das kann man auch von diesem Werk, das ich heute Abend hier vorstellen will sagen, Ich und Du. Ich habe da zwei Ausgaben mal mitgebracht. Das ist hier fast die Originalausgabe. 1923 erschien, 22 im Frühling war die erste Auflage erschienen. Hier steht aber nicht drin, dass es die zweite Auflage ist. Also wenn man das nicht wüsste, dass es 22 erschienen ist, sollte man dem Buch hier so nicht ansehen. Und hier ist dann eben eine Ausgabe von 1958, also die er auch noch erlebt hat. Und da hat er dann, also in dem Prinzip, wir arbeiten daran weiter, nichts ist endlich, hat er dann ein Nachwort, noch ein ausführliches verfasst. Auf das gehe ich dann auch ein. Wenn Sie die anderen Bücher durchhaben, können Sie sich das auch einfach mal angucken. Also, Ich und Du. Das Buch ist, sagen wir mal, von der Sprache her nicht weniger schwer und nicht weniger leicht zu lesen als auch seine Bibelübersetzung. Und ich will einfach mal eine eigene Überschrift drüber setzen. Also was wird da eigentlich verhandelt? Also ich würde sagen, der Mensch ist auf der Suche nach dem Anderen. Buber hat gesagt, dass du. Und nach dem ganz anderen, nämlich Gott. Wenn man sich diese Überschrift sozusagen nimmt und das Buch mit dieser Frage, mit dieser Einsicht liest, dann weiß man eigentlich, worum es geht. Also das Werk wurde, steht hinten drin, Entwurf des Werks, dessen Anfang dieses Buch ist, Frühling 1916, erste Niederschrift des Buches, Herbst 1919, endgültige Fassung, aber endgültig so, wie ich das eben erläutert habe, 1922 und das Nachwort eben 1957. Und aus dem Nachwort will ich jetzt auch zu Beginn gleich einmal zitieren. Als ich, so schreibt er, vor mehr als 40 Jahren die erste Skizze dieses Buches entwarf, trieb mich eine innere Notwendigkeit an. Eine Sicht, die mich seit meiner Jugend immer wieder heimgesucht hatte und immer wieder getrübt worden war, hatte nun eine beständige Klarheit erlangt und diese war offenbar von überpersönlicher Art, dass ich alsbald wusste, für sie Zeugnis ablegen zu sollen. Einige Zeit,
Nachdem ich mir auch das zuständige Wort erdient hatte und das Buch in seiner endgültigen Gestalt niederschreiben durfte, ergab sich, dass zwar noch manches zu ergänzen war, aber eben an eigenem Ort und in selbstständiger Form. Und so sind einige kleine Schriften entstanden und dann nennt er diese Aufsätze, die heute alle in Aufsatzsammlungen verfügbar sind. Mein wesentliches Anliegen ist die enge Verbundenheit der Beziehung zu Gott und der Beziehung zum Mitmenschen zu verdeutlichen. Also auf der Suche nach dem ganz anderen und auf der Suche nach dem anderen, nach dem Du. Buber versucht mit dieser vielleicht seiner bekanntesten Schrift, also neben den chassidischen Geschichten und neben der Bibelübersetzung, das dialogische Prinzip, die Überzeugung, die von seinem ganzen Werk ausgeht, zu manifestieren. Und das steht dann auch in diesem Büchlein drin, alles wirkliche Leben ist Begegnung, sagt er. Also das ist die Suche nach dem Du, das ist die Begegnung mit dem Anderen. Das Grundwort Ich, Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Die Einsammlung und Verschmelzung zum ganzen Wesen kann nie durch mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am Du, indem ich den anderen sehe, und ich werdend spreche Du. Und dann kommt eben dieser schöne Satz, alles wirkliche Leben ist Begegnung. So auf Seite 18 in dem älteren Büchlein, so lässt er sich da aus. Und er beschreibt zunächst das zwiefältige, nennt es auch so, zwiefältige Verhältnis des Ichs zur Welt, das sich in den Wortpaaren Ich-Du und Ich-Es ausdrückt. Während aus der Begegnung des Ich-Es die Erfahrung entspringt, also indem man den Baum, kommen später noch drauf, sieht, beschreibt, ergreift, sich zu ihm in Bewegung setzt, dadurch hat man eine Erfahrung und das ist die Erfahrung des Ich-Es. Stiftet das Grundwort Ich-Du die Welt der Beziehung. Also das eine ist sozusagen, das Ich-Es bringt die Erfahrung, das Ich-Du bringt die Beziehung. Und dann erwähnt er, dass es drei Sphären gibt, das Leben mit der Natur, also mit dem Baum zum Beispiel, das Leben mit dem Menschen und das Leben mit geistigen Wesenheiten. Und dazu zählt er dann Gott und kommen wir noch drauf. Die Beziehung ist für Buber sozusagen der Kern. Das Hingewiesensein auf den anderen ist dem Menschen eingeboren. Also wenn ich von dem anderen spreche, spricht er auch am Ende. Also es ist nicht eine Terminologie, die jetzt so ganz von außen drauf kommt. Er selber sagt, das Hingewiesensein auf den anderen ist dem Menschen eingeboren. Solange er die Welt nur wahrnimmt, ist sie für ihn nichts als Gegenstand, Erfahrung. Zwar zuverlässig und unentbehrlich, aber doch urfremd. Das bin nicht ich, das ist der Tisch. Wenn er jedem Ding als Wesenheit begegnet, zu der du sagst, dann sagt die Welt zu ihm auch du. Also mit anderen Worten, es ist nicht nur der Mensch, den man kennt, der ein Du werden kann, sondern auch der, den man nicht kennt. Und jetzt kommt das, ich betrachte einen Baum, schreibt er. Ich kann ihn als Bild aufnehmen, starrender Pfeiler im Anprall des Lichts oder das spitzende Grün von Sanftmut des blauen Grundsilbers der Luft durchflossen. Ich kann ihn als Bewegung verspüren. Das flutende Geäder am haftenden und strebenden Kern, Saugen der Wurzeln, Atmen der Blätter, unendlicher Verkehr mit Luft und Erde und das dunkle Wachsen selber. Oder? Ich kann eine Gattung einreihen und ihn als Exemplar beobachten, auf Bau oder Lebensweise, also wie der Biologe.
Und ich kann ihn zur Zahl, zum reinen Zahlenverhältnis verflüchtigen, verewigen, indem ich sie einfach zähle, die Bäume im Wald oder in der Straße oder wo auch immer. In all dem, so schreibt er, bleibt der Baum mein Gegenstand und hat seinen Platz und seine Frist, seine Art und seine Beschaffenheit. Es kann aber auch geschehen, aus Willen und Gnade in einem, dass ich den Baum betrachtend in die Beziehung zu ihm eingefasst werde. Und dann ist es kein Es mehr. Die Macht der Ausschließlichkeit hat mich ergriffen, er wird zum Du. Also, indem ich den Baum zum Beispiel umarme und ihn nicht einfach nur stehen lasse und von außen betrachte, dann wird er zu einem Wesen, mit dem ich in Beziehung komme. Dann ist er nicht mehr eine nur Zahl oder irgendwie steht im Wald, sondern dann wird er zu etwas, mit dem ich selber umgehen kann. Und er endet diesen Absatz mit dem Bemerken, ohne es kann der Mensch nicht leben. Aber wer mit ihm allein lebt, mit dem Es, der ist kein Mensch. Also man braucht am Ende, der Mensch braucht den Menschen zum Leben oder er muss ein ganz besonderes Verhältnis zum Baum an diesem Beispiel bleiben. Erst durch die Beziehung zu einem Du wird er zu einem Ich. Der Weg des Einzelmenschen wie der Menschheit führt immer über die erschlossene Erfahrung der Welt, immer in vielfältigen Möglichkeiten von diesen Gegebenheiten, dem Es Gebrauch zu machen, nur zu leicht zu einer Minderung der Beziehungskraft des Menschen. Geist aber ist für Buber das Wort, Geist ist nicht im Ich, sondern Geist ist zwischen Ich und Du, zwischen mir und dem Anderen. Zwischen mir, auch dem ganz anderen, wie wir da noch zu kommen werden, nämlich Gott. Nur durch diese Beziehung zwischen ich und du werden Wesen zu Personen. Nur als Person hat der Mensch Teil an der Wirklichkeit des Seins. Nach seinem Ich-Sagen, so schreibt Buber, danach, was er meint, wenn er Ich sagt, entscheidet sich, wohin der Mensch gehört und wohin seine Fahrt geht. Das Wort Ich ist zum Schibboleth, zum Trennschwert, zum Erkennungszeichen, zum Losungswort der Menschheit. Also indem ich mich selbst definieren kann, kann ich das nur anhand eines anderen, den ich als anderen wahrnehme. Dann wird klar, das ist das Trennungsschwert, indem ich den anderen sehe, das bin nicht ich, das ist der andere, das ist das Du. Der Mensch, der kein Du kennt, kennt im Grunde auch kein Ich. Also einer, der keine Beziehung zu jemand anders aufbauen kann, kann auch das eigene Ich nicht verstehen. Er schreibt, ich bin die Uhr, die besteht und sich nicht kennt, sagt Napoleon von sich selbst. Das Ich aber ist, wie zu jeder auch zur höchsten Beziehung, unerlässlich. Also das heißt, jemand, der wie Napoleon nur auf sich selber hört, ist eigentlich keiner, der in eine solche Ich-Du-Beziehung eintritt. Auch für die Beziehung zum Ewigen, zu Gott, gilt, dass sie nur zwischen Ich und Du geschehen kann. Also ich muss ein Verhältnis, ein Bild, einen Gedanken haben von Gott. Ich muss vom Ich zum Du kommen, um Gott verstehen zu können und um aber auch begreifen zu können, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Buber schreibt, in jeder Sphäre, durch jedes uns gegenwärtig Werdende, blicken wir an den Saum des ewigen Du. Aus jedem vernehmen wir ein Wehen von ihm, von Gott. In jedem Du reden wir das Ewige an, in jeder Sphäre nach seiner Weise. Also damit meint er, weil Gott den Menschen in seinem, also in Gottes Abbild geschaffen hat, ist in jedem Menschen ein Funke göttlichen Seins. Und indem ich zudem mich ins Benehmen setze, dadurch kann ich
sozusagen Gott erkennen. Im Nachwort zu der Ausgabe, zu der zweiten Ausgabe von 57, schreibt er, wohlgemerkt, es wird nicht nach Gott gefragt, nur nach unserer Beziehung zu ihm. Und doch muss ich, um antworten zu können, von ihm, also von Gott, reden. Denn unsere Beziehung zu ihm, zu Gott, ist so übergegensätzlich, wie sie ist, weil sie so übergegensätzlich ist, wie er ist. Also mit anderen Worten, wir haben ein Bild, ohne das Bild zu haben. Wir haben sozusagen nur eine Idee von dem Bild. Es ist übergegensätzlich. Für Buber gibt es keinen Dualismus zwischen Gott und der Welt. All die Welt mit im Du begreifen, der Welt ihr Recht und ihre Wahrheit geben, nichts neben Gott, aber auch alles in ihm, also in Gott fassen. Das ist die vollkommene Beziehung. Hier ist eine Einsicht ausgesprochen, die Buber aus dem intensiven Umgang mit Zeugnissen chassidischer Frömmigkeit aufging, welche zusammen er ein Leben lang eben nicht müde wurde. Also er hat ja diese chassidischen Geschichten sozusagen wirklich zusammengekratzt und sie vor dem Untergang bewahrt. Die waren natürlich vom Untergang, danke, die waren vom Untergang bedroht, weil diese eigentlichen Traditionsträger, das war ja eine mündliche Überlieferung, diese ganzen chassidischen Geschichten, die drohten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, natürlich auch durch den Ersten Weltkrieg, aber auch durch die zunehmende Säkularisierung und Modernisierung der Welt, drohten die unterzugehen. Und dann gab es eben eine ganze Reihe von Personen, zu denen eben auch Buber gehört hat, Dubnow gehört hat, viele andere Historiker, auch Künstler, auch Chagall gehörte dazu, die diese chassidischen Geschichten und diese chassidischen Gestalten gesammelt haben. Also die Gestalten haben natürlich nicht als Menschen gesammelt, sondern die Berichte von ihnen, die es gab. Und das ist eben ein Teil von seiner Du-Aneignung, sozusagen der Geschichte, indem er diese Dinge vor dem Untergang bewahrt hat und sie damit eingereiht hat in seine Welt. Gewiss ist Gott, er schreibt hier das ganz andere. Ich würde ja immer sagen, der ganz andere, aber das ist jetzt, kann man sehen, wie man will. Aber es ist auch nur das ganze selbe, das Gegenwärtige. Gewiss ist er das Mysterium, das erscheint und niederwirft, aber er, also Gott, ist auch das Geheimnis des Selbstverständlichen, das mir näher ist als mein Ich. Es gibt in Wahrheit, so sagt er, kein Gott suchen, weil es nichts gibt, wo man ihn, also Gott, nicht finden könnte. Also mit anderen Worten, es ist diese Omnipräsenz Gottes, der überall sein kann. Und das ist auch interessant, es gibt in der jüdischen Tradition als einen Gottesnamen die Bezeichnung Hamakom, also wörtlich übersetzt der Ort. Hamakom ist ein Ort. Ich übersetze es immer mit dem Allgegenwärtigen. Gott ist sozusagen allgegenwärtig. Und das schreibt er hier eben. Also es gibt in Wahrheit kein Gott suchen, weil es nichts gibt, wo man ihn nicht finden könnte. Dann schreibt er weiter, im wahren Gebet vereinigen sich Kult und Glaube zur lebendigen Beziehung. Das wahre Gebet in den Religionen lebt, ist das Zeugnis ihres wahren Lebens. Solange es, also das Gebet, in ihnen lebt, leben sie, nämlich die Betenden, die Menschen. Und er bezieht das nicht aufs Judentum allein, er bezieht das auch aufs Christentum, auch auf den Islam, aber auch in dem Buch Ich und Du kommt an mehreren Stellen Buddha drin vor. Er erwähnt auch andere Glaubenswege. Der Schlusssatz des Büchleins hier ist,
Ein ganz wunderbarer Satz. Das Ereignis aber, dessen Weltseite Umkehr heißt, dessen Gottesseite heißt Erlösung. Also er, ja gerne, das Ereignis aber, dessen Weltseite, also unsere Seite, Umkehr, wenn wir umkehren, dessen Gottesseite heißt Erlösung. Also Gott gibt, wir müssen umkehren und Gott gibt die Erlösung. Das ist sozusagen, wie er das meint. Also das ist, denke ich, schon ein sehr prägendes Werk. Und das hat interessanterweise einen viel größeren Eingang in die, sagen wir mal, jüdische Religionspräsenz und Philosophie eingenommen, als man das anhand von Zitaten nachweisen könnte. Also das Buch ist selten zitiert, weil es auch sprachlich schwierig ist. Aber in seinen Konsequenzen hat es sich sehr weit ausgebreitet. Und das würde ich auch von der Buber-Rosenzweig'schen Übersetzung sagen. Die wird zwar nicht so häufig zitiert, aber dieses Prinzip, dass er versucht, diese Zeilen zu rekonstruieren, das zu verstehen, und liest man die Bibel, dass man immer wieder nachguckt, wie hat gerade bei schwierigen Begriffen Buber diesen Begriff verdeutscht, ins Deutsche übertragen. Das passiert sehr, sehr häufig. Also, dass man das Ganze so benutzt, dass es wirklich an Zitaten sich nachweisen lässt, das ist gar nicht so der Fall. Aber sozusagen tatsächlich und in der Konsequenz ist das halt doch schon geschehen. Vielleicht noch ein Abschlusssatz sozusagen von mir in seinen philosophischen Schriften, besonders in diesem Ich und Du. In einer eigentümlichen Mischung aus begrifflicher Abstraktion, aus sprachlicher Expressivität, hat er eben diese dialogische Existenz sozusagen manifestiert. Und ich würde das an dieser Stelle auch dann nochmal so zusammenfassen. Also ja, wir sind auf der Suche nach dem Anderen, nach dem Du, und wir sind immer auf der Suche nach dem ganz Anderen, nämlich Gott, das andere große Du. Und ja, an der Stelle will ich vielleicht enden und die Möglichkeit für Rückfragen oder Bemerkungen geben. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Okay.